Genau, jetzt muss das hier festgeklemmt werden. Einklemmen. Und dann kommt das ja rein. Dann ist das schon mal fertig. Ja, höher musst du. Du bist doch lang. Früher deine Oma nie mit dem Spiegel geärgert. In einem Lichtseminar kommen fast immer sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Wissensstand zusammen. Damit die bereits Schlauen nicht über die noch Ahnungslosen triumphieren, ist eine lockere und freundschaftliche Atmosphäre das Erfolgsgeheimnis. Die Herausforderung ist für mich, ein Team zu formen, in dem alle etwas lernen. Das Verstehen, Ausprobieren und auch im wörtlichen Sinne begreifen ist das Ziel und nicht, ob am Ende des Seminars ein vorzeigbarer Film entsteht. Besonders wichtig ist es, mit professionellem Material zu arbeiten, auch wenn sich die Teilnehmer diese Dinge nicht leisten können oder wollen. Aber nur so kann der Studierende die Qualität erkennen. Außerdem lassen sich viele Dinge für den privaten Gebrauch einfacher nachbauen. Hier zeigt sich die fantastische Wirkung einer dünnen Gaze auf das direkte Sonnenlicht. Das Licht wird weicher und die Haut erscheint glatter. Das war aber gut jetzt. Ja, sieht gut aus, oder? Für ein nächtliches Porträt ist eine große Softbox mit einem 475er Tageslichtbrenner ausreichend. Die Aufhellung kommt über einen großen Reflektor und der Widerschein der Jalousie verlegt den Drehort in eine andere Zeit und ein anderes Stadtviertel.